Der Text für die heutige Einleitung zur Bibelstunde steht im hohen priesterlichen Gebet Jesu in Johannes 17, Vers 1 bis 5. Und wir wollen dann den Vers 3 miteinander bedenken. Dort lesen wir: So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und wir wollen den Vers 3 miteinander bedenken: Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Erste, was einer, wenn er diesen Text bedenkt, verstehen kann, ist: Jesus war ein Beter. Jesus betete. Manchmal eine Nacht durch. Er hat sich seine Nachfolger erbeten. Er sagte zu Petrus: ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir sollten begreifen, wenn Jesus betet oder es nötig hat zu beten oder es brauchte, dann brauchen wir es noch viel mehr. Das ist meine erste Frage an Sie. Beten Sie oder beten Sie nicht? Betet es in Ihnen. Das Beten ist wie das Atmen. So ist das Beten das Atmen des Herzens und der Seele. Und wenn es nicht mehr bei Ihnen betet, dann würde ich sagen, holen Sie den Blauwagen, den Rettungseinsatzwagen. Äußerste Lebensgefahr. Wir müssen wieder beten lernen. Nicht müssen, sondern damit wir leben, geistlich leben. Wir brauchen das. Und so wollen wir bei Jesus in die Schule gehen. Denn er hat uns ja das Vaterunser gegeben als ein Mustergebet, damit wir beten lernen. Und das Zweite ist, das Thema dieses Gebetes ist letztlich das ewige Leben. Das Leben, das in Gott ist und das in Jesus ist und das der Heilige Geist ist. Jesus will, dass dieses sein Leben in seine Nachfolger hineinkommen. Das Christentum ist ja nicht die einzige Religion, die sich um das ewige Leben kümmert. Alle Religionen besinnen sich auf das, was nach dem Tode kommt. Jeder Mensch hat Angst vor dem Tod. Und jede Politik oder Philosophie oder Religion, die nicht eine Antwort hat auf das, was nach dem Tod kommt, ist nichts wert oder nicht viel wert. Und so muss man erkennen, dass alle Menschen eine Sehnsucht haben nach einem Leben, das ewig ist. Nicht nur ein billiger Trost, so etwa wie Platon mit seinen Ideen gedacht hat, und dass die Seele herabkommt aus der Welt der Ideen und dann wieder zum Schluss aufsteigt in die Ewigkeit. Das ist nicht christliche Idee, sondern das ist von Platon. Oder wie die Buddhisten in ihren Tempeln vor Buddha liegen, nicht bloß 5 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht eine ganze Stunde in der Anbetung.
Da wird man ganz klein, wenn man merkt, dass andere noch intensiver beten als Christen bisweilen. Oder gehen Sie zur Klagemauer und sehen Sie, wie die Juden dort beten, wie sie mit ihrem Gott ringen. Das ist manchmal ein Ringkampf. Beten ist normal. Nicht beten ist nicht normal. Ich würde sagen, das ist etwas Natürliches, dass ein Mensch betet. Wenn er nicht mehr betet, das ist unnatürlich. Besonders die rationalen Völker, die industriellen Völker meinen, sie brauchen das nicht mehr, das Gebet. Sie sind sehr arm geworden, leer, hohl, beinahe tot. Jesus betete und betete um das ewige Leben, dass seine Gemeinde voll werde seines ewigen Lebens. Und er gibt ein Konzept, das ist so einfach, dass es beinahe zu einfach ist. Hören Sie sich das mal genau an. Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus. Er sagt nicht, dann bekommst du das ewige Leben, wenn du Gott erkennst. Oder er sagt nicht, du musst jetzt kräftig arbeiten an dir und dein inneres Leben aufpolieren, damit du ewiges Leben bekommst. Nein, er sagt, du musst bloß wirklich Gott in dein Leben hereinlassen und begreifen, wer Gott ist. Du musst Jesus in dein Leben hereinlassen und dich mit Jesus verbinden, dann ist das ganze ewige Leben in dir drin. Und das ist jetzt unsere Frage, wie geschieht das Erkennen? Denn um dieses Wörtlein geht's. Das ist kein rationeller, intellektueller Begriff allein. Es geht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch den Geist Jesu Christi. Mit anderen Worten, Luther hat uns das in der Auslegung zum dritten Glaubensartikel ausgezeichnet formuliert. Dort bekennen alle, die das gelernt haben, ich glaube, dass ich nicht glauben kann. Aus eigener Vernunft, noch Kraft, noch Willensentschluss. Ich habe keine Chance, die Erkenntnis in mir zu schaffen, sozusagen Licht zu machen. Sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, nicht durch irgendwelche Inspirationen, durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt und erhält, im rechten einigen Glauben. Sehen Sie, es geht um das Öffnen der Augen des Herzens. Es geht um das innere Sehen. Es geht darum, dass es in unserem Herzen Licht wird. Alle Religionen haben eine Ahnung, dass es Gott gibt. Alle Religionen ahnen, dass es nach dem Tod weitergeht, und das weiß der Mensch. Aber sie wissen nicht so richtig Bescheid. Da ist wie wenn vor einer Lampe, elektrischen Birne, ein Pergament, ein dickes Pergament wäre. Und das muss weggezogen werden, damit man erkennt, wer Gott ist, damit das Bild Gottes sich in uns widerspiegelt. Dieses Erkennen ist ein geistlicher Akt, der in uns geschieht, dass es Licht wird. Sehen Sie, schon in der Bibel fängt es an. Dort heißt es, Gott schuf am Anfang Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, ein Tohuwabohu war dort. Und der Geist Gottes brütete über der Tiefe. Und der Herr sprach, es werde Licht, dann war das Licht. Gott konnte nicht sagen, es werde Licht. Und dann war es Licht. Nur nachdem der Geist Gottes brütete über der Finsternis. Und das ist die Erfahrung im Missionsdienst, wo immer wir hinkommen. Wir gehen nicht hin und predigen und wissen, wie man es macht. Wir wissen es genauso wenig wie die anderen. Aber wir beten, dass der Geist Jesu Christi die Herzen vorbereite, den Verstand, die Sinne, die Liebe, das Gefühl, den Sinn, ich weiß auch nicht wo, aber dass der brütet über unserer Finsternis, damit Gott sagen kann, es werde Licht und dann wird es Licht. Und deshalb ist das Erkennen ein Gnadenakt Gottes,
der jedem Menschen das schenkt, der willentlich hineingeht in diese Vorbereitungsphase des Heiligen Geistes, der an sich arbeiten lässt, damit Gott Licht machen kann. Das Erkennen, das Öffnen der Augen des Herzens, das die neuen Augen des Heiligen Geistes zu bekommen, das ist das Geheimnis. Und was sehen wir dann? Dann sehen wir, dass der einzig wahre Gott unser Vater ist. Wenn Sie nachprüfen, was eigentlich die theologische Botschaft war, die Jesus brachte, die theologische Revolution, dann können Sie einmal zählen, wie oft hat Jesus von Gott geredet und wie oft hat er vom Vater geredet. Über Gott redete er meistens mit den Außenstehenden, mit den Hartherzigen, mit den Dämonen und die nicht hören wollten. Aber mit den Zuhörern, mit den Inneren, mit dem Nachfolgerkreis, dort redete er über den Vater. Wir lesen 99 Mal in den vier Evangelien, in den Worten Jesu, das Wort Gott und lesen 187 Mal das Wort Vater. Jesus hat uns gelehrt zu beten, unser Vater im Himmel. Er hat seinen Vater als unseren Vater bezeichnet. Er hat uns in sein Recht hineingenommen. Der Vater hat uns adoptiert. Nicht, weil wir besonders gut waren, sondern vielleicht hat er uns wie so ein Straßenkind gesehen in Indien, voll verschmutzt von oben bis unten, hat Erbarmen und hat uns angenommen, adoptiert und gereinigt, damit wir seine Kinder werden. Und er hat uns wiedergeboren durch das Wort seiner Gnade, damit sein Geist und Leben in uns wohne. Insofern ist der Vatername nicht nur ein Name Gottes, sondern seine Ureigenschaft, dass er auf uns zukommt und uns adoptiert und akzeptiert, so wie wir sind, und dann uns hineinnimmt in sein Leben, in seine Schule, in seine Kraft, damit wir verändert werden in sein Bild. Denn das ist doch das Ziel der Schöpfung. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Der Vater will, dass seine Kinder ihm ähnlich werden. Und deshalb ist das das ewige Leben. Wenn wir Gott als Vater erkennen, als unseren Vater, dann kann der Vater mit seiner vollen Gnade in uns wirksam werden und uns in sein Bild verändern. Nicht umsonst sagt Paulus, der Geist aber ruft, Abba, lieber Vater. Das ist kein Unterricht, das ist ein Urschrei des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist Gott kennt und die Tiefen der Gottheit erforscht und ihn bezeugt als der Abba, lieber Vater. Und Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, aus dieser inneren Rechtsgemeinschaft und Geistesgemeinschaft heraus. Das also ist das ewige Leben, dass wir den Vater erkennen und seine Kinder sind. Wer das nicht erkennt, soll doch einfach bitten, Vater, gib mir den Blick in dein Herz, dass ich erkenne, dass du mich liebst, dass du mich kennst, dass du mir nahe bist, dass du für mich sorgst, wo immer ich bin. Erziehe mich, mach mit mir, was du willst, aber bleib mein Vater und ich deine Tochter und dein Sohn. Und das Zweite zeigt uns die Brücke dazu, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Dieses Wörtlein und zeigt, dass wir den Vater nur durch Jesus erkennen können. Jesus hat sich nicht gescheut, sich der Gesandte des Vaters zu bezeugen. Es steht dreimal im Johannesevangelium, dass Jesus ein Gesandter ist, nicht der Sendende. Dass Jesus ein Knecht ist, nicht der Herr. Dass Jesus sich gedemütigt hat unter den Willen seines Vaters. Es ist ganz entscheidend, etwa im Gespräch mit Muslimen oder mit Juden, dass man ihnen das zeigen kann. Jesus wurde gesandt und hat sich senden lassen. Unser Gott ist ein demütiger Gott. Jesus sagte,
Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernet von mir, nur so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das hängt mit diesem Wörtlein zusammen, dass er sich senden ließ. Und deshalb hat er auch die Autorität, dass er später sagen konnte, wie mich der Vater gesandt hat, genau so sende ich euch. Welche Vollmacht, welche Liebe, welche Ehre, uns die Versager und die wirklich fragwürdigen Gestalten so etwas zuzusprechen. Das heißt also, wir sollen Jesus erkennen. Nun, also, ich würde sagen, die nach Eitlingen kommen, die kennen ja alle Jesus, sonst würden sie nicht nach Eitlingen kommen. Das ist also schon im ganzen Land bekannt. Und der Bibellesezettel, der bringt ja auch nichts anderes als Jesus, will uns Jesus verherrlichen. Aber kennen wir Jesus? Mir ist diese Frage an zwei Beispielen deutlich geworden. Das erste Beispiel war ein schottischer Pfarrer im Libanon, der in der Synode immer wieder die Pfarrer unterrichtete. Und der hat eines Tages einen Tisch vor die Pastoren gelegt und ein weißes Tischtuch drauf und auf den Tisch einen Geldschein gelegt, der wäre heute im Wert etwa 1000 D-Mark. Und dann sagte er verschmitzt, wie er immer war, der von euch, den Pastoren und den Evangelisten und den Kirchenältesten, der Jesus kennt, soll doch diesen Geldschein mitnehmen. Die guckten sich rechts an, die guckten sich links an. Die sagten, was will denn er machen? Der nimmt uns auf die Schippe. Und dann sagten sie, komm, sag uns doch, was du uns sagen willst damit. Er hatte gesagt, ja, wir kennen Jesus nur so weit, wie wir ihn leben. In der Weise, wie seine Liebe, seine Wahrheit, seine Reinheit, sein Opferleben in uns Gestalt gewinnt, haben wir ihn erkannt. Nicht intellektuelles Kennen allein, sondern ein Verwandeltwerden in seine Liebe. Das ist das Geheimnis der tiefen, wahren Erkenntnis. Er sagte, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist das neue Gebot. Das ist die Ordnung des Heiligen Geistes. Und das andere ist ein Buch von dem bekannten oder berühmten Adolf Schlatter aus Tübingen, eines seiner letzten Bücher, die er geschrieben hat, mit dem Titel Kennen wir, nicht ihr, wir Jesus. Und er kannte ja das ganze griechische Neue Testament auswendig. Und den Apparat mit allen Abweichungen in den Urtexten auswendig. Und der Mann schrieb am Ende seines Lebens, kennen wir wirklich Jesus? Wir Christen sollten nicht so selbstzufrieden sein und so satt sein und meinen, wir hätten eigentlich schon längst alles begriffen, sondern wir sollten Schüler werden und hören und in enger Gemeinschaft mit Jesus leben, um in sein Bild verwandelt zu werden. Und dazu helfen mir persönlich die zwei Namen. Dort heißt es, dass sie Jesus Christus erkennen. Das Wort Jesus, der Name Jesus, steht 975 Mal im Neuen Testament. Es ist das Wort, wo am häufigsten in Bezug auf Jesus vorkommt. Dieser Name ist ein Programm, ist ein Thema, ist eine Vollmacht, ist wie ein eingewickeltes Weihnachtsgeschenk, das muss man auspacken. Das heißt zunächst einmal, Jehoshua ist die Kurzform von Jehoshua, heißt Jahwe hilft, Jahwe rettet und heißt Jahwe führt zum Sieg, der Herr rettet. Und der Engel hat es dann neutestamentlich ausgelegt und dann dort heißt es, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Punkt aus. Nichts wird dieses Programm aufhalten. Er kommt durch und dieses Heil läuft. Er ist nicht nur gestorben am Kreuz und hat die Sünden der Welt getragen und hat uns versöhnt mit Gott. Er wird dieses, sein Heil, auch realisieren in seinem Volk. Wir wissen nicht, wer sein Volk ist. Ist es Israel? Denn Israel geht heute in eine Verhärtung hinein und eine Antichristwelle
antichristliche Welle ersten Ranges nimmt, sogar bis in die Rechtsverordnungen hinein Platz, wie wir im letzten Vortrag gesagt haben. Aber gleichzeitig sehen wir, dass einige tausend messianische Juden immer mehr sich Jesus öffnen. Ist sein Volk nur der, der ihn aufnimmt, wie Paulus sagt, nicht jeder Israeli ist ein Israeli, sondern der am Herzen beschnitten ist. Oder wie Johannes in den Sendschreiben schreiben musste, nicht jeder Jude, der sagt, er sei ein Jude, ist ein Jude, sondern der den Messias angenommen hat. Wir sollten vielleicht uns korrigieren lassen, um zu begreifen, was das heißt. Er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und wir sind ja mit hineingenommen worden, wenn wir uns retten lassen, wenn wir bekennen, wir sind Sünder, nicht der andere ist ein verdorbener Kerl oder eine eigenartige Person, sondern ich bin das und ich brauche einen Retter und ich brauche einen, der sich über mich erbarmt und der die Vollmacht hat und die Kraft hat, bei mir die Sache in Ordnung zu bringen, die jeder Einzelne kennt. Aber das ist es eben, nicht nur eine Verheißung, sondern ein Programm. Wenn jemand sich in die Hand Jesu gibt, dann erfährt er, was das heißt. Er wird dich retten von deinen Sünden. Er hat die Macht, diese Sünde zu überwinden, nicht nur zu vergeben, sondern auch den Sieg dazu zu geben, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, durch dich, in dir, mit dir, um dich und so weiter. So ist das Wort Jesus eigentlich am einfachsten dargestellt mit dem Wort Retter. Und wenn wir bald wieder singen, Christ der Retter ist da, dann ist das ein dramatisches Bekenntnis. Das ist der, der in der Lage ist, die Rettung wirklich durchzusetzen. Bei mir, bei dir und bei allen, die sich retten lassen wollen. Das ist das eine, was wir erkennen sollen. Dass das Heil vollendet wurde am Kreuz, als er rief, es ist vollbracht, da hat er auch an dich und mich gedacht. Und das andere ist das Wort Christus. Das Wort Christus steht in der Luther-Übersetzung 569 Mal. Das ist das zweitbedeutendste Wort im Blick auf die 250 Namen oder Eigenschaften Jesu Christi in der Bibel. Jesus hat dieses Wort selber ausgelegt. Christus ist nicht der Name Jesus, sondern sein Titel. Der Name Christi ist Jesus, aber sein Titel, seine Amtsbezeichnung ist der Christus, der Messias, der Gesalbte. Und er hat es in Nazareth, Lukas 4, Vers 18, sehr deutlich formuliert. Der Geist des Herrn ist auf mir, darum, dass er mich gesalbt hat, den Elenden das Evangelium zu verkündigen und die gebrochenen Herzen sind zu heilen und so weiter. Hense, Jesus hat mit einem Satz die heilige Dreieinigkeit dargestellt. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das ist eine völlige Einheit. Wie, warum? Weil er mich gesalbt hat. Die Salbung mit dem Heiligen Geist war das Zeichen der Amtsausrüstung für Könige, Priester und Propheten. Und wozu? Um den Elenden das Evangelium zu verkündigen und die gebrochenen Herzen sind zu heilen. Das ist der Amt. Das ist der Titel Jesu, sein Auftrag und seine Ausrüstung dazu. Und jeder Christ ist in der letzten Konsequenz nur ein reifer Christ, wenn er diesen Satz nachsprechen kann. Der Geist des Herrn ist auf mir, darum, dass er mich gesalbt hat, den Elenden das Evangelium zu verkündigen und die gebrochenen Herzen sind zu heilen. Natürlich nicht wir können keinen Menschen retten, noch heilen, noch trösten. Aber der Geist Jesu Christi will in unserem Leben Macht gewinnen, dass Jesus durch uns hindurch heute wirken kann. Das ist das ewige Leben, dass Jesus Gestalt gewinnt in dir. Nicht nur Rettung von etwas, sondern Rettung zu etwas. Die gesamte Autorität und Gnade im Leben Jesu Christi wird dir mitgeteilt in dem Maße, wie du dich seinem Namen öffnest. Wer den Vater
akzeptiert und in sein Leben hineinnimmt, wer den Sohn akzeptiert, erfährt, dass der Heilige Geist als die dritte Person in der heiligen Dreieinigkeit in ihm Wohnung macht. Haben Sie keine Angst vor dem Heiligen Geist? Wir bekennen doch im dritten Glaubensartikel, ich glaube an den Heiligen Geist. Das sollten wir nicht den Schwarmgeistern überlassen oder den extremen Charismatikern. Das ist doch unser Glaube. Denn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit wir den Heiligen Geist empfangen können. Kein Geistempfang ohne Kreuz. Das Kreuz ist der Schlüssel, dass der Geist kommen konnte. Da war die Sünde wie ein großer Damm, der die Gnade aufgehalten hat. Als Jesus diesen Damm weggebrochen hat, ist die Flut des Geistes der Liebe Gottes zu uns gekommen. Und seither haben wir das Recht, das ewige Leben zu ererben. So heißt es doch. Also hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, richtig mit ihm verbunden werden, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben bekommen. Nein, haben, jetzt, heute und in alle Ewigkeit. Wir sollten den Mut haben, diese Binsenweisheit des Evangeliums wieder neu zu leben. Das ist eigentlich das ABC des Kindergartens, dass wir begreifen, wir haben einen Vater. Und der hat uns so seinen Sohn erlöst, damit wir heute schon das ewige Leben haben. Wenn jemand mit dem nicht klarkommt, der soll doch zu einer Schwester oder zu einem Bruder und sagen, komm, bete mit mir, dass ich Anteil bekomme an dem ewigen Leben. Denn ich möchte nicht innerlich tot in dieser Welt herumlaufen, sondern Anteil haben an der Fülle der Gnade, die in Christus gegeben ist. Ist überhaupt kein Problem. Das braucht nur den Durchbruch, den Glauben, die Annahme, das Festhalten, das ist ihnen gegeben, jedem Einzelnen hier, mir, uns und vielen anderen. Wir müssen bloß von dieser Fülle der Gnade Gebrauch machen. Wie Jesus sagte, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich wurde gebeten, und in der zweiten Hälfte der Bibelstunde von der Praxis zu unterrichten, wie das heute überall in der ganzen Welt geschieht. Und aus der Mission und der Muslimen berichten, was Jesus tut, um ewiges Leben weiterzugeben. Oder wie das ewige Leben sich unter äußersten Schwierigkeiten bewährt. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen einige solche Berichte gebe. Mich bewegt im Augenblick besonders Indonesien. Indonesien ist das Land mit der größten Zahl von Muslimen. Und dort ist ein Unabhängigkeitskrieg nach dem Zweiten Weltkrieg durchgebrochen und hat das Land von den Holländern freigemacht, sodass eine multikulturelle Ordnung sich durchsetzen konnte, in der Hindus, Buddhisten, Muslime und Christen zusammen eine Staatsform schufen. Das ging gut etwa 40 Jahre lang. Nun haben aber in der Zwischenzeit die Muslime ihre Studenten jährlich etwa 1000 nach Kairo und nach Saudi-Arabien geschickt, sodass in der Zwischenzeit ein Heer von gut ausgebildeten muslimischen Fanatikern da ist. Die beabsichtigen jetzt, diesen multikulturellen Staat in einen Islamstaat umzuformen. Dabei sind ihnen die Christen im Wege. Die Christen haben ein Selbstbewusstsein, haben die Gewissheit des ewigen Lebens, haben etwas, was die Muslime nicht haben, und das ist das Ärgernis. Und jetzt werden die Christen unterdrückt. Seit 1945 sind in Indonesien 712 Kirchengebäude demoliert, verbrannt oder zerstört worden. Die Christen selber sind bis vor 3 Jahren nicht getötet worden, sondern sie sollen geduckt werden, um als Menschen zweiter Klasse in einem islamischen Staat zu leben und Hilfsdienste zu tun. Aber ein Teil der Christen auf
den nordöstlichen Inseln, den Molukken, hat sich gewehrt, als ihnen ihre Kirchen verbrannt wurden, und haben dann auch Moscheen verbrannt, worauf die Muslime zum Heiligen Krieg aufriefen und heute 10.000 Untergrundkämpfer versuchen, die Christen auf den Molukken auszurotten. Es gab mindestens 5.000 bis 10.000 Tote bis jetzt, und das Massaker geht weiter und niemand greift ein. Aber wir hatten das Vorrecht, dort einige Seminare durchzuführen, und wir wollten die Brüder trösten. Und sie haben uns getröstet. Nicht wir haben sie getröstet, sondern sie haben uns Mut gemacht. Die Christen sind enger zusammengerückt. Die haben plötzlich begriffen, wir müssen jetzt zusammenstehen und einander helfen. Wenn eine Gemeinde in Druck kommt und ihr Kirchengebäude zerstört werden, dann sind die anderen sofort da. Über die Konfessionen hinweg helfen die Christen einander. Es gibt Gebetswochenende, wo 3.000 Personen zusammenkommen und nur beten und fasten. Und einige bauen ihre zerstörten Kirchengebäude wieder auf, aber nur mit Pfeilern und einem Dach, ohne Mauern und ohne Fenster. Dort ist immer warm, so 30 Grad plus minus. Das wird nie kalt, deshalb kann man das machen. Aber das ist eine tolle Sache, eine Kirche ohne Wände, aber mit viel Lautsprechern, damit die Muslime in der Nachbarschaft das Evangelium hören. Die haben sich also nicht ins Schneckenhaus zurückgezogen, sondern sind in die Besinnung gegangen und in der Liebe befestigt worden und haben gleichzeitig eine missionarische Aktivität ohne angriffige Form entwickelt. Dort ist Leben sichtbar geworden. Und das arabische Wort, dass aus der Olive kein Öl herauskommt, es sei denn ein schwerer Stein rolle darüber, ist mir gerade dort deutlich geworden. Vielleicht müssen Christen manchmal in Not kommen, damit sichtbar wird, dass in ihnen ewiges Leben ist, Heiliger Geist, Liebe Gottes, Treue. Gerade in der Not wird sichtbar, dass das ewige Leben nicht wankt und nicht weicht, sondern fest ist und Früchte bringt. Oder ich hatte das Vorrecht, in Korea ein Seminar unter Missionsaspiranten zu machen. Und man geht ja immer dann sortieren und denkt, man hätte denen was zu bieten, aber dann kommt man zum Schluss zurück und hat bei denen viel mehr gelernt, als man ihnen hat mitgeben können. In Südkorea gibt es etwa 15 Millionen evangelische Christen, plus minus. Die haben 6.000 Missionare ausgesandt. Deutschland hat vielleicht 37 Millionen evangelische Christen und haben keine 2.000 Missionare. Das hat mich klein gemacht. Dort ist viel mehr Opfergeist da. Die verlassen ihre sicheren Stellungen und Pensionen und stellen sich Jesus zur Verfügung. 6.000 Missionare, Schwestern oder Brüder, und die Hälfte davon unter Muslimen. Da fuhr mir die Frage durch den Kopf, hat denn Jesus die Fackel des Evangeliums in die Hände der Asiaten und der Afrikaner gedrückt, weil wir Europäer und Amerikaner so selbstbewusst sind, so stolz und meinen, wir hätten's, wir wüssten's und sind außerdem in der Wohlstandsgesellschaft so satt geworden? Kann Jesus uns noch senden? Ohne Wenn und Aber. Und wer finanziert das? Gibt es Freundeskreise, die solche Leute senden? Nicht Organisationen, Freundeskreise, die das nun wirklich durchtragen. Wie sie das durchtragen, ist mir deutlich geworden. Sie haben zwei begabte Theologen nach Amman geschickt oder nach Khartoum, damit sie dort Arabisch lernen. Sie hatten den Auftrag, dort so lange Arabisch zu lernen, bis sie den Doktortitel in Arabisch gemacht hatten. Beide, der in Khartoum und der in Amman, hat 13 Jahre Arabisch studiert, bis er Arabisch beherrschte und jetzt zurückgeht und
die jungen Missionsaspiranten in Südkorea ausbildet in Arabisch, damit sie, wenn sie hinausgehen, bereits Arabisch können. Nicht nur so ein bisschen Arabisch, sondern wirklich perfekt Arabisch können. Die Kirche oder die Gemeinden oder die Missionen, die haben eine Strategie, nicht nur Emotion, sondern die bereiten vor. Und das hat mich bewegt, dass wir nur Gehilfen ihrer Strategie sind. Wenn wir etwas wissen aus Lebenserfahrungen, von anderen Brüdern, dann haben sie dort eine unwahrscheinliche Triebkraft. Oder ähnlich ging es in Hongkong, das war dann am Weg. Wir hatten dort ein Seminar und mussten feststellen, seit die Briten raus sind aus Hongkong, Hongkong ist ja eine Stadt mit etwa 8 Millionen Einwohnern, zweimal so viel wie Berlin, während Seoul viermal so viel wie Berlin Einwohner hat. Hongkong ist ja jetzt China, ein Teil Chinas. Die Hongkongesen können rein nach China und raus, wie sie wollen. Sie brauchen dazu keine Papiere. Und in Hongkong gibt es allein etwa 1200 evangelische Pastoren und Gemeinden. Und von denen gibt es etliche, die haben begriffen, das ist die Chance, die einmalige Chance, die uns Gott gegeben hat. Wir haben das Evangelium kennengelernt und sind jetzt wiedergeborene Christen und wissen etwas vom Vater und vom Sohn und Geist und dem ewigen Leben. Jetzt sind wir gefordert, jetzt müssen wir rein. Die anderen können nicht rein, aber wir können rein. Und die kamen zu dem Seminar tagsüber in ihren Berufen gearbeitet und abends saßen sie bis in die tiefe Nacht hinein, haben gelernt und studiert und haben wirklich die Bücher beinahe gegessen. Ich hätte, um Schwäbisch nicht zu sagen, gefressen, um das nun in sich aufzunehmen, weil sie begriffen, wir wollen die 60 Millionen Muslime in China missionieren. Etliche sind gegangen und arbeiten in chinesischen Gebieten und schrieben, die haben dort Internet, E-Mail, wir können bis jetzt unverboten arbeiten und sind mit großer Freundlichkeit aufgenommen worden, weil wir gelernt haben, wie man es nicht macht und wie man es macht. So könnten wir jetzt von Land zu Land gehen. Ein Beispiel in Bangladesch. In Bangladesch, das ist auch so ein Land so groß wie Bayern, mit 120 Millionen, nein, in der Zwischenzeit 140 Millionen Einwohnern und nur 300.000 Christen aus dem hinduistischen Background, aus dem Hintergrund der Hindus. Und ich traf dort eine Bibelschule, die eigenartigste Bibelschule, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das war nur ein Zimmer, 3,50 Meter auf 3,50 Meter, ohne Schrank, ohne Tisch, ohne irgendetwas. Die saßen alle auf dem Boden und hatten die Bibel in der Hand. Und oben quer durch ging eine Schnur, und da hing die Wäsche zum Trocknen. Und da saßen sie und ich sagte, ja, was macht ihr denn da? Ja, wir studieren die Bibel. Prima, wo sind denn eure Lehrer? Fragte ich. Lehrer? Ja, wir haben doch Paulus und Johannes und Matthäus. Die unterrichten uns, wir haben gute Lehrer. Und dann sagte ich, ja, und was habt ihr denn von ihnen gelernt? Ja, wir lesen und wenn wir merken, da kommt ein ganz wichtiger Satz, den lernen wir auswendig. Ja, und wie macht er dann weiter? Ja, und wenn wir dann einen Abschnitt finden, der uns besonders elektrisiert, dann stehen wir auf, gehen hinaus auf die Straße, halten die vorbeigehenden Leute an und sagen, habt ihr das schon gelesen, habt ihr das schon gehört? Unerhört, das müssen wir unbedingt wissen. Und die Leute bleiben stehen und hören sich das an. Und einige widersprechen und dann können wir manchmal nicht antworten. Dann gehen wir wieder zurück und lesen weiter, bis wir eine Antwort haben. Das ist eine Bibel. Schule. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Mit so einer Intensität haben sie das Wort in sich hineingenommen und sind voller Wort Gottes geworden. Und ich habe die dann gefragt, also ich muss schon ehrlich sagen, ich habe der Sache nicht so weit getraut. Ich habe also den einen nach dem anderen ausgefragt, warum bist du hier und was willst du denn, was erwartest du denn davon und so weiter. Und dann kam ich an einen, der hieß Nurul Alam, das Licht der Welt.
Und der hatte so viele Wunden. Wie sagt man denn? Solche, man sagt, bitte, Narben, Dankeschön, Entschuldigung. Und dann hat er angefangen, seine Geschichte zu erzählen. Ein amerikanischer Missionar war gekommen und hatte sie evangelisiert. Und nachdem sie gläubig geworden waren, sagte der Missionar zu denen, jetzt geht nach Hause und erzählt euren Eltern, dass euch Jesus das ewige Leben gegeben hat. Und der junge Mann, 17 Jahre, ging nach Hause und sagte, Papa, Jesus hat mir das ewige Leben gegeben. Der Vater sagte, wer hat dir was gegeben? Er war Muslim. Worauf der sagte, der andere, der Sohn der Maria, der Isa, hat mir von seinem Geist gegeben, dass ich ewig lebe. Darauf sagte der Vater zu den älteren Brüdern, bring den Bambus, bring die Bambusstücke. Und die schlugen mich, sagte er, bis sie müde wurden. Und dann kam der Vater, ist jetzt endlich dieses ewige Leben aus dir raus, dieser böse Geist, der in dir ist. Worauf der Junge sagte, Papa, der geht nicht mehr raus, der ist ewig, der bleibt ewig drin. Worauf der Vater sagte, bringt die Messer. Sie haben die Kleider vom Leibe gerissen und die ganze Haut aufgeschlitzt mit Kreuzen. Er war blutüberströmt. Und dann kam der Vater, bist du jetzt frei geworden? Worauf der Junge sagt, und wenn du mich töten lässt, ich lebe ewig. Das ewige Leben ist ewig. Du kannst machen, was du willst. Worauf der Vater sagte, das will ich dir zeigen. Und ließ Pfeffer und Salz und andere Gewürze bringen. Sie rieben ihn ein von oben bis unten. Er schrie vor Schmerzen. Und sie weinten, weil sie ihn ja retten wollten vor dem bösen Geist, der in ihn gefahren war. Und zum Schluss haben sie ihn liegen lassen und sind weggegangen. Und er war in der Lage, am Abend hinauszugehen und sich im Ganges etwas zu waschen, in einen Stocherkahn und weiter hinaufgefahren in den Fluss und kam dann an das Haus des Missionars, dort gibt's kein elektrisches Licht, und hat geklopft. Und er machte auf und sah den blutüberströmten Jungen und sagte zu ihm, die sind bestimmt hinter dir her, geh schnell dort und dort in das Haus, sonst verbrennen sie hier die Kirche. Und so musste er hinaus. Alleine in die Dunkelheit. Ich fand ihn in der Bibelschule wieder. Ich wollte nur sagen, das ewige Leben hat eine unwahrscheinliche Macht und Kraft. Dass auch solche Anfänger im ewigen Leben durchhalten, weil es eine Gnadengabe Jesu Christi ist. Oder jetzt kriegen wir in der letzten Woche ständig E-Mail zugeschickt. Das heißt, es geht schon 3 Wochen lang. In Pakistan ist ein ehemaliger Muslim, der Christ wurde, so radikal in seinem Glauben, dass er zur Regierung ging und sagte, ich will, dass in meinem Pass das geändert wird, dass ich nicht mehr Muslim bin nach dem Pass, sondern Christ, hier ist mein Dokument. Und mit seiner Sturheit schaffte er es, dass ein Pass geändert wurde. Das ist eine unwahrscheinliche Tatsache, aber er hat es geschafft. Und er wurde noch nicht sofort verfolgt. Erst als er etwa 30 Muslime zur Taufe brachte, brach die Hölle los. Die muslimische Bruderschaft dort hatte Wind bekommen und sagte zu ihm, wenn du nicht sofort aufhörst, erschießen wir deine Mutter und deinen Vater und deine Geschwister und. Und als er nicht aufhörte, haben sie tatsächlich als erstes die Mutter erschossen. Und zwar mit der Begründung, die Mutter muss sterben, weil sie einen Abgefallenen vom Islam geboren hat. Dann später wurde der Vater erschossen, 2 Brüder und seine Schwester. Warum? Weil sie ihn zwar enterbt haben, wie jeder, der vom Islam abfällt, enterbt werden muss, aber nicht töteten. Sie hätten ihn töten müssen, weil der Staat den Tötungsbefehl des Korans nicht ausgeführt hat. Und zum Schluss haben sie seine Frau vor seinen Augen vergewaltigt und sein 8 Monate altes Kind, das dabei starb. Und jetzt ist er im Untergrund und schrieb, schickt mir bitte Traktate in der Urdu-Sprache. Ich möchte weiter verteilen und weiter missionieren. Das kann man beinahe nicht aussprechen, aber das sind die Realitäten, unter denen sich das ewige Leben
bewahrheitet und bewährt und Früchte bringt. Ich denke an ein Glied ihrer Gemeinde, das war ein Türke, der Christ wurde, Mesut, der hier öfters auseinandergegangen ist. Der ist jetzt in der Türkei und ein Buch über die 10 Gebote ist von ihm verteilt worden. Er hat eine Methode entwickelt, an die hat keiner von uns gedacht. Es gibt Buchmessen in der Türkei. Auf den Straßen darf nichts verteilt werden. Aber bei Buchmessen legt ja jeder, wer weiß wie viele Prospekte auf. Und er hat Bücher ausgestellt, türkische Bücher, und auf die Bank oder die Brüstung vorne Traktate gelegt. Und das ging wie Lauffeuer durch die Reihen. Jedes Mal hat er 10, 20, 30.000 Traktate verteilt, ohne auch nur ein Blatt zu berühren. Die gingen einfach weg. Einmal wurde ihm eine Bombe in so eine Ausstellung geworfen. Ein Mädchen starb und ein Helfer hatte viele Splitter im Rücken. Aber jetzt ging es um das Buch Die 10 Gebote. In Deutsch heißt es Die Leitplanken Gottes. Das wurde als staatsgefährlich eingestuft. Das würde die Einheit der Türkei zerstören. Und es wurde eine offizielle Anklage vom Rechtsanwalt, vom Ankläger eingereicht. Aber der Richter war so vernünftig, dass er ein Rechtsgutachten einholte von der Islamischen Universität und in Istanbul. Und dieses Rechtsgutachten sagte, dieses jüdische Buch über die 10 Gebote wurde vom Evangelium her ausgelegt und dem Islam gegenübergestellt. Und es zeigt an 20 Stellen die Differenz zwischen dem Islam und dem Christentum mit großer Deutlichkeit. Aber diese Differenzen werden nicht mit Hass dargestellt. Mohammed und der Koran werden nicht absichtlich beleidigt. So ist es eine offizielle, objektive Darstellung und verlangt keine Verurteilung, sondern eine Antwort. So wurde das Buch in der ersten Instanz unter Verleger freigesprochen. Und sie haben daraufhin mit Hilfe des offenen Abends in Stuttgart einen Kiosk erwerben können, sodass jetzt mitten in der Stadt das Evangelium weiter verkauft und gegeben werden kann. Ich denke noch an Jerusalem und an Bethlehem, die Stadt, wo jetzt der Kampf immer stärker tobt. Und ich habe dem Bruder vorgestern telefoniert, wie geht's, wie steht's, der wohnt in Beit Sachur, sind die Granaten und die Raketen schon in dein Haus gefahren? Nein, hat er gesagt, wir sind noch unbeschädigt. Dann fragte ich, ja, wie weit ist denn der Feuerring schon an euch herangekommen? 1, 2 Kilometer? Nein, nein, sagt er, 200 Meter. Im Umkreis von 200 Meter sind nun einzelne Gebäude zerstört worden, aber wir sind geborgen in Jesus Christus. Der hatte auch so eine Idee, wie man ewiges Leben weitergeben kann. Der druckt in islamische Zeitschriften Annoncen ein und sagt, wenn du wissen willst, wer Gott ist, schreib an uns, wir schicken dir ein Buch, das erklärt, wer ist Gott. 300 Muslime schreiben. Oder wenn du wissen willst, wie die originale Bibel aussieht, die nicht verfälscht ist, wir können dir Auskunft geben, schreibe und du bekommst eine zugesandt. Jede Annonce, 300 Zuschriften, alles Muslime, aus Gaza-Streifen oder aus anderen Ecken. Wir hatten mal eine Freizeit dort in Beit Sachur, nein, in Beit Jala, wo jetzt geschossen wurde. Und da waren junge Männer vom Gaza-Streifen. Und als wir so ein bisschen warm geworden waren, fragte ich, ich sag mal, ihr wohnt doch da unten jetzt, wo die Steine immer geworfen werden. Werft ihr auch Steine? Nee, nee, haben die gesagt. Wir wissen, wie man das macht. So, sagte ich. Wie macht man denn das? Ja, sagten sie.
wir spenden Blut. So. Und dann werft er keine Steine? Nein, das ist so. Der Muslim denkt, im Blut ist die Seele. Deshalb will er seine Seele nicht verlieren und spendet kein Blut. Wenn aber wir sozusagen die Kuh sind, die man melken kann, dann werden wir wie eine heilige Kuh behandelt. Wir werden nicht, uns erlaubt man gar nicht, Steine zu werfen, denn wir sind die Einzigen, die Blut spenden. So bekommen wir extra Verpflegung und extra Geld und wir geben unser Blut. Und dann sagte er, ja, und also das ist jetzt evangelisches Blut in muslimischen Art und das muss sich ja irgendwie mal auswirken. Nicht? Das sind dann Gedanken, die uns fremd sind und die wir auch nicht propagieren wollen, aber die zeigen, dass ewiges Leben auch im Gaza-Streifen oder in Beit Sachur und in Beit Schala sich auswirken. Wir müssen leider aufhören, wir könnten noch ein paar Stunden weitermachen. Wenn Sie sich interessieren, draußen liegen eine Menge Bücher, gucken Sie sich's an. Darf ich Ihnen geschwind einige vorstellen? Im Blick auf den Sudan, im Blick auf Indonesien, liegt draußen ein Blatt, brennende Kirchen in Indonesien. Wenn Sie Augenzeugenberichte lesen wollen, bitte bedienen Sie sich, Sie kriegen es umsonst. Dann haben wir Traktate in Türkisch für Türken, wo immer in kleiner Schrift zum Schluss in Deutsch steht, was das Thema ist. Wer irgendeinen Türken kennt, möge sich so ein Päckchen oder zwei mitnehmen oder Bücher. Sie kriegen es umsonst, wenn Sie es verteilen. Sie müssen Mut haben, auf die Leute zuzugehen und sie zu grüßen. Die warten doch, dass endlich mal einer was sagt. Dann ist hier ein neues Heftchen herausgekommen. 310.000 Muslime besitzen einen deutschen Pass. Es ist ja vorgesehen, dass die Türkei eingegliedert wird in die europäische Gemeinschaft und man rechnet damit, dass dann 10 bis 20 Millionen Türken nach Deutschland einwandern und dass Städte wie Stuttgart, München, Frankfurt in ihren Kerngebieten zu 50% Muslime haben, wie bereits in einigen Stadtteilen von Berlin. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen wissen, was die Muslime denken. Wie können wir ihnen antworten? Deshalb haben wir ihnen dieses Heft aufgestellt. Das finden Sie, die wichtigsten Fragen, Argumente der Muslime und ihre Antwort. Sie können sich das zuschicken lassen. Wir haben allerdings auch gleich noch ein weißes und ein braunes Päckchen mitgebracht. Diejenigen, die was mit der Krankenpflege zu tun haben, wissen, das ist die Diagnose und das ist die Therapie. Das erläutert Ihnen, was die Krankheit im Islam ist, wo der Islam direkt und gewollt gegen das Evangelium kämpft, den Sohn Gottes und das Kreuz leugnet. Das schlüsselt Ihnen das auf. Wer darüber Bescheid wissen will, möge sich das mitnehmen. Das ist allerdings nicht umsonst, das kostet 20 Mark. Und hier haben Sie die Therapie, das ist was völlig anderes. Wie sage ich es meinem Kinde? Wie kann ich jetzt mit einem Muslim reden und seine Argumente überwinden? Welche Möglichkeiten habe ich? Wer also irgendwie mit Muslimen zu tun hat, sei es als Katechetin in der Schule oder als Schüler mit anderen Schülern oder am Arbeitsplatz, der soll sich dieses braune Paket kaufen. Es hilft Ihnen, dass Sie in der Lage sind, mit Muslimen ins Gespräch zu kommen. Was haben wir denn noch? Ah ja, hier. Da ist eine Serie, da ich wurde gefragt nach der Auslegung zur Offenbarung im Blick auf die arabischen Länder und im Blick auf Israel. Wer sich dafür interessiert, die ersten drei Bände sind gedruckt, sie stehen zur Verfügung, jeder Band kostet nur 5 Mark. Der vierte Band ist auch schon auf Tonband gesprochen, aber es hat sich noch niemand gefunden, der es abtippt. Falls irgendjemand hier ist, der meint, er sollte es abtippen, wir würden mit großer Freude ihm die Kassetten übergeben. Ich denke, hier wollen wir aufhören und miteinander beten.
Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Wir danken dir und wir loben dich, weil du unsere Sünde weggenommen hast und den Weg zum Vater geöffnet hast. Wir danken dir, dass du uns den Vater geoffenbart hast und dass du uns die Kraft deines Heiligen Geistes schenkst. Nicht wir sind würdig oder fähig, Gott zu erkennen, aber du öffnest uns die Augen. Dein Name wird sich in uns realisieren, weil wir uns dir anvertraut haben. Du wirst uns retten von allen unseren Sünden. Und so bitten wir für jeden Einzelnen hier, der heute gekommen ist, dass dieses Geheimnis des ewigen Lebens sich in ihn hineinsenke und in ihm bleibe, weil du uns das Recht dazu am Kreuz erworben hast. Wir bitten das aber nicht nur für uns selbst, sondern auch für alle Muslime und für alle Juden, dass sie hindurchstoßen zu der Wirklichkeit des lebendigen Gottes und den Vater durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes annehmen. Wir können sie nicht retten, aber wir hängen uns an dich und sagen, wir lassen dich nicht, du rettest sie denn. Amen.